Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags, Diskussionen und Analysen, kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Google Pixel Frauenbundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Eine neue Folge aus dem FF, Frauenfußball-Leidenschaft. Ja, herzlich willkommen zu der neuen Sendung. Wir sind heute ohne Natascha, die ist unterwegs in Prag, die will ihre Mannschaft anfeuern. Heute mit Charlotte, mit Andreas, Michael und Adriana wieder. Freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Zu Beginn ganz kurz, was haltet ihr von der Interimslösung Horst Rubisch? Von jedem vielleicht mal ein kurzes Statement angefangen bei Charlotte. Ja, ich denke, das ist in der momentanen Phase die einzig richtige Entscheidung, aber es sollte keine langfristige Entscheidung sein. In meinen Augen bis Ende des Jahres und dann sollte mit dem neuen Jahr auch entsprechend neu angefangen werden. Ich denke, bezeichnend ist auch, dass Birgit Prinz zurückgetreten ist und mit den Worten zitiert wird, dass sie den Weg frei macht für einen Neuanfang auch. Okay. Das denke ich. Dankeschön. Andreas? Ja, in der momentanen Situation das Beste, was passieren konnte. Ich habe es mir vor ein paar Wochen schon gewünscht und mir so im Spaß oder im Flachs gesagt, jetzt muss der Horst übernehmen, dass er es macht. Klasse. Und ich bin plötzlich wieder zuversichtlich, dass wir die Olympia-Quali schaffen, weil ich denke, er findet den richtigen Draht zu den Mädels und wird die auf die Erfolgsspur zurückholen. Okay. Adriana, deine Position dazu? Also ich finde, für den Moment ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, aber auf die Zukunft bezogen finde ich, dass es die falschen Signale sendet, dass bei der Nationalmannschaft immer noch nichts vorangeht, sondern immer noch stillsteht. Okay. Michael? Ja, ich sehe es ähnlich wie Adriana. Kein langfristiges Signal, aber vielleicht auch nicht anders möglich jetzt. Ich denke, er sollte dann bis Olympia dann weitermachen, wenn sie die Qualifikation schaffen. Macht, glaube ich, keinen Sinn, mit Jahresbeginn dann einen neuen Trainer oder Trainerin zu nehmen, wenn man so ein gemeinsames Ziel erreicht. Aber danach, im Hinblick auf 2025, muss eine andere Lösung her. Ich habe das ja schon gesagt, es sollte zwingend mal jemand außerhalb des DFBs sein. Okay, danke schön für die kurze Stellungnahme. Er war ja schon 2000 bis 2016 in diversen U-Mannschaften tätig beim DFB und hat 2018 interimsmäßig die Mannschaft wieder zu Erfolgen geführt, nachdem Steffi Jones ja mehr oder weniger gescheitert war. Kommen wir zu der Bundesliga. Und erfreulich ist ja überhaupt an dem vierten Spieltag die Zuschauerzahl gewesen. Ich nenne ein paar Zahlen. Werder Bremen, Köln 21.508. Bayern München 19.000 gegen Eintracht Frankfurt. RB Leipzig, Wolfsburg 10.269. Nürnberg gegen Hoffenheim nur 1.336. Leverkusen, Freiburg 620. MSV Duisburg, Essen 876, was gestern das Montagsspiel war. Gut, das kurz zum Einstieg, damit wir positiv reinkommen. Jetzt war am Freitag das erste Spiel Nürnberg gegen Hoffenheim. Nürnberg hat wieder Federn gelassen gegen Hoffenheim. Michael, du bist ja unser Experte für die Hoffenheimer Seite. Was kannst du dazu sagen? Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen und denke, war ein souveräner Auftritt von Hoffenheim. Es ist beeindruckend, dass er auch ohne Kössler und Nicole Biller lange Zeit, später eingewechselt, Tore schießen, 17 in 4 Spielen. Tolle Sache, verdienter Sieg. Und ja, Nürnberg hat es kämpferisch streckenweise ganz gut gemacht. Auch die Räume zwischendrin zugestellt. Aber nach vorne geht da ja gar nichts. Das ist nicht Bundesliga-reif, was die offensiv zeigen. Und die werden größte Probleme kriegen, den Klassenerhalt zu schaffen.
bei einem Einsatz. Und ich weiß nicht, ob das so die richtige Entscheidung ist, immer im großen Stadion zu spielen, wenn die Zuschauerzahlen nicht da sind. 1300 im Max-Morlock-Stadion sind natürlich dann zu wenig. Wobei ich nicht weiß, ob die ein geeignetes Ausweichstadion haben. Aber so verliert sich das natürlich in so einem großen Stadion. Es wäre genau dasselbe, wenn Hoffenheim vor 600 Zuschauern in einem großen Stadion spielt. Aber das ist letztlich Entscheidung von Nürnberg. Rein sportlich eben klare Sache. Jetzt geht's für Hoffenheim nach Wolfsburg. Topspiel, Erster gegen Zweiter. Gut, also wer mir ganz besonders gut auffällt und schon seit Wochen, das ist die Marin Alba. Also das ist ja wirklich ein tolles Nachwuchstalent. Ich hoffe, dass sie stabil bleibt und sich nicht verletzt, sondern weiter an sich arbeiten kann. Die Charlotte wollte dazu was sagen zu den Zuschauern oder Stadion. Ja, ich wollte zum Stadion was sagen. Es gibt ja gewisse Voraussetzungen, die ein Stadion in der ersten Liga haben muss. Das fängt mit VIP-Räumen an und solchen Sachen. Und wenn sie da nicht das entsprechende Stadion haben, dann bleibt ihnen eigentlich fast nichts anderes übrig, wie ins Morlock-Stadion zu gehen. Dafür kenne ich die Verhältnisse jetzt in Nürnberg nicht. Aber es fängt auch mit Licht an und solche Sachen. Da gibt es einfach Vorschriften. Und ja, gut, das ist auch, denke ich, ein Grund, warum zum Beispiel auch Duisburg nicht mehr in Homberg spielt, sondern jetzt auch immer in der Schau ins Land Arena spielt. Okay, gut. Einfach die Rahmenbedingungen. Nürnberg, denke ich mir mal, wird es schwer haben. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Jetzt haben sie die Abwehr stabilisiert so ein bisschen gegen Hoffenheim, aber trotzdem nach vorne hin war überhaupt nichts. Die Durchschlagskraft fehlt. Ja, sie müssen vielleicht in der Winterpause nochmal nachordern. Kommen wir gleich zum Spiel Bayern München gegen Frankfurt. Dann nehme ich dich mit rein, Andreas, und auch Adriana. Bayern München, Frankfurt 0-0. Viele sprechen von einem schlechten Spiel. Kann ich nicht unbedingt nachvollziehen, weil wenn man taktisch klug und ordentlich spielt, ist das auch eine gute Leistung. Sicherlich enttäuschend für Bayern, ein 0-0, aber Frankfurt ist keine Laufkundschaft, Andreas, oder? Ja, es war natürlich kein Feuerwerk, was man sich vielleicht erhofft hat, wenn der Meister gegen den Drittplatzierten in der letzten Saison spielt, aber ja, sie haben sich neutralisiert gegenseitig. Es war ein Spiel, das sich eigentlich im Mittelfeld abgespielt hat, nach dem, was ich sehen konnte. Wenig zwingende Torchancen und deswegen, ja, auch wenn es Bayern wehtut, es ist 0-0, irgendwo geht's in Ordnung, weil es war jetzt nicht so, dass Bayern da eine Fülle von Torchancen hatte und man sagen kann, jetzt muss es dann irgendwann fallen. Nee. Ja, sie haben ein bisschen spielerisches Übergewicht, ein bisschen Torchancen Übergewicht gehabt, aber nicht so wirklich zwingend. Und es sind eben zwei sehr starke Mannschaften, die sich gegenseitig nichts geschenkt haben. Und ja, Bayern tut es unentschieden weh, Frankfurt tut es gut. So ist einfach der Fakt. Charlotte, bevor ich Adriana reinnehme, die wiederholt mich fast einiges von dem Andreas. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, eigentlich kann ich nichts anderes sagen. Also für uns ist es ein Punktgewinn auf jeden Fall. Und ich hatte am Sonntag mit Natascha auch nochmal über das Spiel gesprochen. Und die saßen ja ziemlich weit oben, die Frankfurt-Fans. Und sie sagte, man hat so schön von oben aufs Spielfeld gucken können und hat so schön die taktischen Aufstellungen gesehen und wie sie sich behakt haben. Also beziehungsweise neutralisiert haben, hat das also da so schön gesehen, das hat sie auch noch Nico gesagt, und dass das Spiel primär auch ja von einer gewissen Taktik geprägt war mit ja. Und damit halt zu wenig nach vorne kam und sicherlich unseren Spielerinnen auch der Dienstag noch in den Beinen steckte, dann musste wieder stundenlang mit dem Bus einmal quer durch die Republik fahren oder durch die halbe Republik. Und damit waren sicherlich unsere auch ein bisschen müde. Also sicherlich nicht so müde, wie das Almut Schuld immer wieder betont hat in der Übertragung im ARD. Aber, und ich denke, die
wirklich Riesenchance, die München hatte, war der eine Schuss von Magul in der zweiten Halbzeit, den Stina super gehalten hat, wo sich auch ein Sonderlob von Almut eingefangen hat. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen, sozusagen. Ja, sollte man erwähnen. Adriana, du hast auch geschrieben in deinem Artikel, neutralisiert haben sich beide Mannschaften. Deswegen passte das mit Andreas ganz gut. Wenn man taktisch klug spielt, gut spielt, ja, dann neutralisiert man sich halt mal. Wenn man keine Fehler macht, dann passiert halt nicht viel. Ist das auch dein Eindruck? Ja, doch schon. Also ich finde gerade dieses, dass sich viele Mittelfeld abgespielt hat, was Andreas auch schon gesagt hat, ist auf jeden Fall mit einer von diesen Punkten, die da mit reinspielen. Beide Mannschaften haben im Mittelfeldpressing gespielt, was mich bei Bayern übers ganze Spiel hinweg ein bisschen, ja, gewundert hat, sage ich mal. Also da hätte ich am Schluss auf jeden Fall spätestens dann mehr erwartet von Bayern, die ja eigentlich auch den Anspruch haben, als Titelverteidiger da trotzdem 3 Punkte zu holen. Und auf der anderen Seite finde ich, dass Frankfurt extrem ja diszipliniert und schlau gemacht hat. Man hat schon gemerkt, dass sie sich zurückgehalten haben, dass sie nicht wirklich vorne draufpressen und so weiter. Standen hinten sehr gut. Also auf jeden Fall ein großes Lob an die Abwehr von Frankfurt und nach vorne ging natürlich auch nicht so viel. Da haben sie viel mit langen Bällen gearbeitet, die Bayern aber auch häufig geklärt hat. Ich fand aber gerade in der zweiten Halbzeit, als die Lisanne Gräve reingekommen ist, die hat richtig Schwung gebracht und auch diesen einen guten Schuss abgegeben, was wahrscheinlich auch die beste Chance für Frankfurt war insgesamt. Und ja, wie gesagt, von Bayern kam meiner Meinung nach deutlich zu wenig nach vorne, also dass da keine, ich sag mal, sehr große Torchance dabei gewesen ist. Also das sollte nicht der Anspruch sein. Gut, also die Lisanne Gräve, die ist mir schon aufgefallen gegen Juventus. Da war sie schon stark dabei, hat sich gut ins Spiel mit eingebracht, auch mit klugen Pässen, die sie dort gemacht hat. Und die Chance von Lina Magul oder der Fernschuss von Lina Magul, den Sine Johannes dann sogar festgehalten hat, da hat sogar die Katrin Lehmann gesagt, Mensch, das ist ja klasse, das Ding auch noch bei den Bodenverhältnissen, feuchten Bodenverhältnissen, feucht muss es gewesen sein, ne, Andreas? Ja, geregnet. Hat geregnet und da noch festzuhalten, das ist schon eine tolle tolle Geschichte für eine Torhüterin. Michael, wenn du das 0-0 so siehst, hättest du damit rechnen können? Ja, mit dem Unentschieden hätte man, glaube ich, schon rechnen können, auch wenn ziemlich erstaunt über die Offensivprobleme, die Bayern hat. Man kann ja nicht sagen, dass Pernell Harder fehlt, weil die war letzte Saison auch noch nicht da. Also 6 Tore nach 4 Spielen, das ist deutlich zu wenig, genau wie bei Frankfurt mit 5 Toren. Und jetzt schon 4 Punkte Rückstand von Bayern auf Wolfsburg ist nach den paar Spieltagen mehr als ein Alarmzeichen. Wenn Wolfsburg jetzt gegen Hoffenheim gewinnt, dann sind die schon ein bisschen weg. Ich habe nicht viel von dem Spiel gesehen, nur die Zusammenfassung konnte daraus jetzt auch nicht erkennen, dass es ein schlechtes Spiel war. Aber dieses Ergebnis war letztlich zufriedenstellend. Also es ist ja so, du verbindest ein gutes Spiel immer mit Szenen im Strafraum, mit Torschüssen, mit Abschlüssen, mit gehaltenen Elfmetern oder Freistöße, die da irgendwo gezaubert werden. Aber wenn du taktisch klug spielst, hast du auch klasse gespielt, also gut gespielt. Das muss man auch anerkennen. Und das war ein Spiel, wo die Taktik im Vordergrund stand, dass man eben nicht in die Konter reinläuft des Gegners. Und da hat man eben halt gut gespielt. Andreas, der Michael hat von Sturmproblemen gesprochen. Ist das so? Ja, es ist auffallend, dass man einfach vorne zu wenig Druck entfacht und auch, also davon abgesehen, dass man einfach keine zwingenden Torchancen ausspielt, die wenigen Chancen, die man hat, die werden eben auch nicht genutzt. Und wie Michael gesagt hat, also daran festzumachen, dass jetzt Pernille Harder und Sid Lohmann verletzt ausfallen, wäre mir auch zu billig, weil Harder war letztes Jahr noch nicht da und man hat trotzdem die Spiele gewonnen oder Tore gemacht und Lohmann ist in der Vorrunde auch länger ausgefallen. Also
Ja, mir hat ein bisschen der Mut gefehlt. Und wenn du Taktik und taktische Leistung lobst, dann finde ich, gilt das für Frankfurt ja. Bei Bayern würde ich eher sagen, ein bisschen mutiger hätte man zu Hause auftreten sollen, müssen. Weil wenn man auf die Tabelle jetzt schaut, der Druck ist groß jetzt. Nächstes Spiel in Leipzig. Wollen wir uns nicht ausmalen, wenn München in Leipzig 2 Punkte liegen lässt oder sogar 3 und Wolfsburg gegen Hoffenheim punktet. Und dann kommt es zum direkten Duell in München, was dann schon am, weiß ich nicht, 6. Spieltag oder so eigentlich die Meisterschaft für Bayern kaputt machen kann. Also ja, man kann gegen Frankfurt natürlich 2 Punkte verlieren. Keine Frage, das ist eine Top-Mannschaft, Top-Gegner, kann passieren. Die 2 in Freiburg tun besonders weh. Und jetzt 4 Punkte Rückstand auf Wolfsburg auch. Also bisschen mehr Mut würde ich mir für die nächsten Spiele wünschen. Adriana, siehst du das auch so? Die, ja, die auf beiden, jeden Fall. Ja, okay. Die beiden, ja, das, Chancen von Eriksson. Ja, also das, ich finde einfach, der Bayern-Kader insgesamt hat so viel Potenzial, da muss einfach mehr kommen. Also vorne waren sie viel zu unkreativ, fand ich. Da kamen nicht diese zündenden Einfälle und auch zu wenig Tempo, dass man schneller die Seiten verlagert und so weiter. Auf der anderen Seite muss man da auch wieder sagen, dass Frankfurt das eben gut verteidigt hat. Aber trotzdem muss bei Bayern der Anspruch sein, dass man da trotzdem Lösungen findet und dann vielleicht auch, wie ich vorher angesprochen habe, dann mal hoch anläuft, mal früher Druck macht und so auf dem Weg vielleicht dann auch so ein, ich sag mal, ein dreckiges Tor schießt. Aber da kam in der Richtung gar nichts, was mich enttäuscht hat. Ich hatte 2 dicke Kopfballchancen von Eriksen. Auf Bock von Sarah Dorsun überhaupt erst entstanden. Auf der anderen Seite, ja, kann man auch wieder sagen, ein nicht gegebener Elfmeter eventuell. Das Foul an Nicole Anyomi, wobei ich das persönlich jetzt nicht zwingend fand, dass das hätte einer sein müssen. Aber ich glaube, Bayern hätte sich auch nicht beschweren können, wenn es gepfiffen worden wäre. Und ja. Also das, du meinst das mit dem Griff ans Trikot? Ja, und noch unten getroffen. Unten getroffen. Also ist auch noch am Fuß getroffen auch. Okay. Aber gut, das ist für mich jetzt nicht spielentscheidend oder weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja, nee, aber können wir ja ansprechen. Und die eine große Chance von der Eriksen war ein Fehler von Sarah Dorsun vorausgegangen. Und da haben wir halt Glück gehabt, sage ich jetzt mal, dass der nicht reinging. Ja, ich wollte jetzt nicht von Glück sprechen, sondern einfach das ansprechen, dass wir eben halt 2 Chancen hatten auf Bayerns Seite. Das waren Kopfballchancen und Alina Magulia Schuss war ja von der Stina gut gehalten. Stina. Ja. Okay, können wir das Spiel dann bitte verlassen? Geht das so? Leipzig hat verloren gegen Wolfsburg, hat sich schwer getan, Wolfsburg 0-2, aber das ist alles nichts für Bayern. Sie haben das Spiel 2-0 gewonnen. Leverkusen gegen Freiburg 3-0 Leverkusen, diese Serie offensichtlich doch stärker als letztes Jahr. Michael? Ja, ich habe es ja in Hoffenheim gesehen und sie hätten dort wirklich gewinnen können. Wenn der Elfmeter drin ist, steht es 3-0, dann kommt Hoffenheim wahrscheinlich nicht zurück. Beeindruckend, Tempo, spielerisch im Mittelfeld. Lisa Sens sowieso schon seit Jahren eine starke Spielerin, verteilt die Bälle und vorne sind sie nochmal stärker geworden. Und mit der Bragstad hinten drin, das ist ja wirklich eine großgewachsene Spielerin, die räumt da auch einiges weg. Also Leverkusen ist für mich stärker als Freiburg und wird da um Platz 3 bis 5 ein bisschen mitreden können. Okay. Adriana, kannst du was dazu sagen zu Leverkusen und Freiburg?
Also Leverkusen ist eine Mannschaft, die mir aktuell sehr gut gefällt. Vielleicht sogar aktuell mit Hoffenheim finde ich ja spielstärkste auf jeden Fall, wenn es vorne um das vorne das Spiel geht, was wir eben gerade bei Bayern bemängelt haben. Also da ist vorne wirklich diese Kreativität da und der Zug zum Tor. Da gefällt mir gerade Kaczewska und Williams dort hier, die da ja wirklich Eindruck, finde ich, hinterlassen haben in den jetzt in der Anfangsphase von der Bundesliga. Und auf der anderen Seite kam von Freiburg deutlich zu wenig. Also gerade mit, die haben ja eigentlich auch deutlich höhere Ansprüche, auch vorne mitzuspielen. Und da sehe ich jetzt unterm Strich Leverkusen deutlich, ja, dass sie deutlich da vorne ja mehr mitmischen können. Andreas Williams dort hier, die dreht ja richtig auf da bei Leverkusen. Ja, das zum einen freut man sich für die Spielerin, weil es eine unheimlich liebe, sympathische Spielerin ist. Zum anderen blutet einem das Herz, wenn man sieht, eine Spielerin, die in München einfach keine Chance bekommen hat und die aber in der isländischen Nationalmannschaft Stammspielerin ist und jetzt in Leverkusen, einfach wenn sie die Minuten kriegt, zeigt, was sie drauf hat. Also, ja. Ja, da kann man mal sehen, ne? Wenn ja. Du spielst, wenn die genau. Trainer Vertrauen haben, wenn das Umfeld passt, die Struktur im Verein passt, das ist jetzt nicht abwertend für Bayern gemeint, sondern es ist einfach so, in manche Mannschaften passt du rein in das taktische Konzept für den Trainer und so weiter und dann darfst du auch deine Minuten spielen. Ne? Ich find's auch gut, klasse. Dann haben wir noch ein Spiel Duisburg, das ist gestern Abend gelaufen, Duisburg gegen Essen. Ich weiß, Charlotte hat es gesehen, ne? Ja, ich habe es so mit ein bisschen mit halbem Auge gesehen, also jetzt nicht so ganz intensiv. Ich fand es jetzt kein hochklassiges Spiel, also eigentlich von beiden Seiten nicht. Klar war vielleicht Essen in der ersten Halbzeit etwas zwingender, aber insgesamt... Ich weiß nicht, hätte sich, glaube ich, auch keiner beschweren können, wenn es 1-1 ausgegangen wäre. Also ich fand es ziemlich, ehrlich gesagt, langweilig, das Spiel. Ja, es war, also die erste Halbzeit war Essen klar überlegen. Die hatten gut 70% Ballbesitz, haben aber nicht viel draus machen können. Das Tor hatten sie dann erzielt. Duisburg war zu defensiv. Die haben sich hinten reingestellt, haben auf Glück gehofft, dass sie vielleicht das Unentschieden erreichen werden oder vielleicht dann noch so ein Glückstor schießen. Da hätte ich mir erwartet, in der Phase der Saison, dass ich da ein bisschen mutiger bin. Wir haben ja vorhin bei anderen Mannschaften auch gesagt, mehr Mut. Und da hätte Duisburg mehr Mut beweisen können. Sie lassen die ENA Mutovic so ein bisschen auch alleine. Die macht mir so einen etwas unseren sicheren Eindruck, war auch beim Gegentor etwas unglücklich. Dann war es noch ein Eigentor auch noch. Blödes Gegentor. Dann die Antonia Halberskamp flankt wieder vors Tor und das Ding geht ans Lattenkreuz. Haben sie Pech gehabt, das wäre es 1-1 gewesen. Also hätte durchaus unentschieden ausgehen können. Aber insgesamt, glaube ich, vom Spielverlauf her war der knappe Sieg für Essen schon verdient. Ne? Gut, noch irgendwas zu den Partien? Bremen-Köln, ja, das habe ich jetzt überfahren. Ja, Bremen-Köln, ja. Auch ganz wichtig. Die haben ihren persönlichen Zuschauerrekord gerissen. Köln eigentlich enttäuschen, ne? Bremen, die schießen dieses Jahr echte Tore, ne? Ja. Minimalisten, Michael, letzte Serie und davor auch Minimalisten im Tore schießen und auf einmal. Also sie haben jetzt schon mehr Tore geschossen als in der vorletzten Saison, als sie mit sage und schreibe 9 Toren den Klassenerhalt geschafft haben. In Bremen hat sich was getan. Also weiß nicht, warum die jetzt plötzlich treffen. Sie haben ja, glaube ich, keine großen Neuverpflichtungen im Sturm, aber die... Waldauer haben sie sich dazu geholt, die auch sehr gut spielt im Augenblick. Mhm. Ja, richtig. Die in jedem Fall
wobei die, glaube ich, noch nicht so viel getroffen hat, aber da trifft plötzlich jede, Lina Hausicke ist gefährlich und also das Spiel von denen hat sich geändert. Und ich habe mir vorher schon gedacht, dass sie gegen Köln gewinnen. Dass Köln so schwach auftritt, hatte ich jetzt nicht gedacht, aber die werden eben ja große Probleme wieder kriegen nach hinten. Okay. Andreas, wolltest du was dazu sagen? Ja, ich wollte einfach bloß mal ein großes Lob oder Kompliment nach Bremen geben. Also zum einen eben die 21.000 Zuschauer ist eine super Zahl und Gesundheit, mein Lieber. Und zum anderen auch sportlich läuft es bei denen diese Saison deutlich besser wie in den letzten Jahren und auch besser, wie wir sie eingeschätzt haben. Also deswegen einfach mal Kompliment dorthin, da wird anscheinend gut gearbeitet. Die Lina Hausicke wieder mit einem Tor. Ja, stehen. Ja, Hausicke, Lürsen, ne? Das sind alles so Spielerinnen, die im Augenblick herausragen. Aber, ja, ja, doch. Also so ganz im Stillen ist dort gut gearbeitet worden. Ja, und das sieht man auch, wie wichtig der Einstieg ist beim ersten Spiel. Da schlagen sie Nürnberg 5-1, 0-1 liegen sie zurück, schlagen dann eine Mannschaft 5-1, was das für ein Selbstvertrauen geben kann. Jetzt wissen sie, wir können Tore schießen, wir können auch mehr als nur eins schießen und plötzlich ist ja so ein Knoten geplatzt, Adriana, ne? Manchmal ist das so im Fußball, ne? Ja, manchmal braucht man einfach diesen Anschub. Manchmal ist es einfach wie so eine mentale Sperre, dass einfach keine Tore fallen wollen. Und ja, bei Bremen scheint es jetzt endlich, ja, wie du sagst, der Knoten geplatzt zu sein. Und ich wollte nochmal diese Freistoßvariante hervorheben, die finde ich sehr, sehr gut gemacht war und die dann auch zum 1-0 geführt hat. Also da sieht man auch, dass auf solche Kleinigkeiten, sage ich mal, auch Wert gelegt wird und mit solchen Aktionen schafft, kann man da eben auch die Spiele in die richtige Richtung lenken. Ja, wir sehen das sowieso, dass Standards auf einmal verwertet werden, Standards wohl auch trainiert werden, vielleicht auch schon ja animiert durch die WM. Ne? Bei der WM haben wir ja gesehen, wie wichtig Standards sind und wenn du gute Eckbälle schießt, Freistöße, dann kannst du schon mal ein 1-0 schaffen und damit der Knotenplatz zum Spiel, ne? Gut. Noch irgendwas? Die Rekorde, Zuschauerrekorde haben wir angesprochen. Ja, ein dickes Lob natürlich nach Bremen. Und dann wollen wir mal schauen, ne, wie es weitergeht. Die Waldauer hat schon 2 Tore geschossen. Also die zeigt, dass sie im Sturm richtig aufgehoben ist. Ich glaube, so wie man die Bilder und das Auftreten von der Sophie sieht, fühlt sie sich auch in Bremen sehr wohl. Kommen wir nach England. Bevor wir nach England kommen, ganz kurz die Begegnung für jetzt am Wochenende. Andreas, ganz kurz. Köln gegen Bayer Leverkusen am Freitag, Freiburg gegen Nürnberg. Das ist für Nürnberg ein Spiel. Da sind sie gefordert, da müssen sie eigentlich Punkte holen. Essen gegen Werder Bremen. Da bin ich gespannt, ob Werder Bremen da auswärts was reißen kann. Ich könnte mir vorstellen, in der Verfassung, die sie im Augenblick sind, können sie da echt was tun. Wolfsburg gegen Hoffenheim, das wird natürlich auch ein Knaller. Michael, ne, da achtet man dann besonders drauf. Ja. Eintracht Frankfurt, nachdem sie in Prag waren, am Sonntag gegen MSV Duisburg. Leipzig ist gefordert gegen Bayern München, beziehungsweise Bayern München wieder gegen Leipzig, wenn Leipzig sich wieder taktisch gut verhält, gegen Wolfsburg, könnte das nicht gut ausgehen für Bayern München. Ne? Man weiß es nicht. Kommen wir nach England. Und Andreas, du warst bei 2 Spielen vor Ort. Du hast ja auch sonst nichts zu tun, ne? Am Wochenende, oder? So ist es toll. Dann erzähl doch mal und dann Adriana will dann auch noch was dazu sagen zu England. Ja, also ich habe die 2 Spiele Chelsea gegen West Ham und Arsenal gegen Aston Villa gesehen und ich will nicht auf die Spiele an sich eingehen, sondern so ein bisschen die Rundumgeschichten. Also zum einen die Zuschauerzahl, Arsenal 35.000 im Emirates innerhalb von 2 Wochen, jetzt 2 Spiele im Emirates und ich denke, also 35.000 ist immer noch toll, aber
Das Verrückte ist ja, bei Arsenal sagt man, naja, gut, geht gerade noch so. Also da ist man schon noch mehr Zuschauer gewohnt. Okay. Ja, dann Liverpool hatte gegen Everton 23.000 Zuschauer und die anderen bewegen sich dann so dazwischen. Chelsea mit 3.900 im kleinen Stadion hatte den schwächsten Besuch. Also auch das mal so gesagt. Zum Arsenal-Spiel möchte ich einfach eine Geschichte um Beth Mead kurz erzählen. Der Name sagt euch und unseren Zuschauern sicher was. Überragende Spielerin bei der Euro 2022, beste Torschützin bei der Euro, dann jetzt ein Jahr mit Kreuzbandriss raus gewesen. Eine Geschichte, die schreibt nur der Fußball. Das kann man sich nicht ausdenken. Ende November letzten Jahres, Heimspiel im Emirates gegen Man United. In der Nachspielzeit köpft Alessia Russo für Manchester den Siegtreffer. Eine Minute später, spät in der Nachspielzeit, reißt sich Beth Mead das Kreuzband. 11 Monate später im Emirates. Arsenal liegt 0-1 hinten. In der 85. Minute wird Beth Mead eingewechselt. Erster Einsatz nach 11 Monaten. In der 92. Minute macht Arsenal den Ausgleich. In der 94. legt Beth Mead eine tolle Vorlage auf Blackstenius ab, die nur den Innenpfosten trifft. In der 95. gibt sie den Assist zum Siegtor durch Alessia Russo, diesmal auf der richtigen Seite. Also sowas kannst du dir nicht ausdenken. Und natürlich ist das Emirates emotional explodiert und alle haben Beth Mead gefeiert und selbst die, also die ersten Villa-Spielerinnen waren natürlich total enttäuscht, aber selbst die haben nach dem Schlusspfiff die Beth Mead umarmt. Es war so emotional und ich denke, es hat ihr jeder gegönnt und natürlich für uns Arsenal-Fans war es ein Comeback. Schöner kann es nicht sein, dass man das Spiel dann noch gewinnt. Ja, okay. So viel dazu. Und dann beim Chelsea-Spiel würde ich gerne was über die drei Deutschen sagen. Ich denke, das ist für alle interessant, weil auf die habe ich natürlich besonders geachtet. An Katrin Berger, drittes Saisonspiel, zum dritten Mal nur auf der Ersatzbank. Ja, da hat Cecira Musovic jetzt wohl die Nummer 1 mehr oder weniger ergattert. Und sie haben ja mit Hannah Hampton, der englischen Nummer 2, der englischen Nationalmannschaft Nummer 2 Torhüterin, noch eine dritte Klasse Torhüterin. Und beim Aufwärmen habe ich mal besonders aufs Aufwärmen der Torhüterin geachtet. Hannah Hampton kam im Trikot, kurzer Hose und hat sich warm gemacht, dass ich gedacht habe, oh, dann spielt die heute. Musovic erstmal ihre Warmmachübungen und dann so ein paar Bälle gefangen. Und Berger, wir kennen sie alle, an Katrin Berger ist ja nicht so der extrovertierte Typ, der jetzt so groß auf sich aufmerksam macht. Aber irgendwo hatte ich so ein bisschen Eindruck, etwas lustlos. Sie hat sich auch erst ganz am Schluss, Hampton war ja noch nicht mal im Aufgebot. Die hat sich später auf die Tribüne setzen müssen. Und die hat sich am intensivsten warm gemacht. Und Berger hat sich so als letztes dann mal ins Tor gestellt und auch ein paar Bälle gefangen oder auf sich schießen lassen, werfen dann. Also sie hat für mich keinen guten Eindruck gemacht. Und sie scheint aus der Ferne, von der Tribüne aus gesehen, sie scheint nicht ganz so zufrieden zu sein mit ihrer Situation. Verständlich. Dann Melli Leupolz. Oh, also so viel Daumen hoch kann ich eigentlich gar nicht geben. So stark wie am Samstag habe ich Melli Leupolz lange nicht mehr gesehen. Sie war in der ersten Halbzeit für mich die Spielerin des Spiels, war eigentlich an jeder Aktion von Chelsea beteiligt. Also ich kenne sie als starke Sechserin, die Bälle zurückerobert oder abläuft und so den defensiven Part. Und da hat sie aber auch wirklich in jeder Offensivaktion ihren Anteil gehabt. Ist über den Flügel gegangen, links in den Strafraum reingeflankt, plötzlich taucht sie rechts im Strafraum auf. Also sie hat ein bärenstarkes Spiel gemacht und das konnte sie nicht über 90 Minuten die Leistung bringen. Also in der zweiten Halbzeit ist etwas abgeflacht, aber trotzdem, alle Achtung, so stark gesagt, habe ich sie lange nicht gesehen, freut mich sehr. Sjoerd Gnusken hat in der zweiten Halbzeit ihre Einsatzzeit bekommen, also vorm Spiel, ich war sehr früh da, habe die Spielerin beobachtet, wie sie halt angefahren kam. Die meisten so als Fahrgemeinschaft. Millie Bright hat sich von ihrem Freund chauffieren lassen und plötzlich biegt die Sjoerd Gnusken auf ihrem Fahrrad da rein. Stellt das Fahrrad. Das passt zu ihr. Ja, passt zu Frankfurt auch. So normal. Und da habe ich gedacht, jetzt stell dir mal einen deutschen Bundesliga-Spieler vor, der seinen ersten Top-Vertrag in der englischen Liga hat. Ja, der muss doch zeigen, dass er sich einen Sportwagen leisten kann und kommt im Ferrari oder im Porsche oder sonst was angebraust. Und die kommt mit ihrem Fahrrad. Also, das war schon mal sehr sympathisch. Und zum
Sportlichen, eingewechselt Mitte der zweiten Halbzeit, eine offensivere Rolle, wie ich sie von Frankfurt her kenne, wo ich sie auch eher als Sechserin oder Innenverteidigerin kenne, weiß nicht, kann Charlotte vielleicht mehr sagen, aber sie hat eher so die Achterrolle gespielt oder so den offensiveren Part und gut, sie war sofort ins Spiel integriert, ist also nicht so, dass man sagt, ah, das läuft noch an ihr vorbei oder die Junge, die muss da noch lernen, nee, die war direkt ins Spiel integriert und hat auch nach vorn, fand ich, gut gespielt, also ein Auftritt, der durchaus Hoffnung macht, dass sie sich da bei Chelsea durchsetzen kann in diesem top besetzten Kader. Ja, das sind so meine Eindrücke zu den drei Deutschen. Chelsea hat 2-0 gewonnen, hat nicht gut gespielt, aber irgendwie kriegen sie es halt hin zu gewinnen und auch das zeichnet ja eine Spitzenmannschaft aus. Aber trotzdem, Arsenal hat 1-0 zurückgelegen und sich dann doch noch ins 2-1 gerettet. In der Nachspielzeit, ja. In der Nachspielzeit. War das voraussehbar, haben die so viel Druck entwickelt in der zweiten Halbzeit, dass es zwangsläufig zu den Toren kommen musste? Oder eigentlich, was? Also, ehrlich gesagt, waren wir alle ein bisschen enttäuscht, dass eben zu wenig Druck kam oder es zu langsam ging, zu viel hintenrum. Und so das Momentum kam mit den Einwechslungen. Erst Blackstenius, vor allem Victoria Pelova, die hat unheimlich mit Einsatz und Kampf da was bewegt und dann natürlich Beth Mead. Das ganze Stadion stand und hat Mido, Mido gerufen und irgendwie hast du gedacht, jetzt kommt nochmal ein Momentum, wo einfach alle nochmal wollen und in diesen Minuten der Nachspielzeit hat Villa ja kaum noch den Ball aus dem Strafraum gekriegt. Und wenn man dann sagt, ja, 12 Minuten Nachspielzeit und so, Nee. Das ist heutzutage so. 12 Minuten Nachspielzeit ist das Victor gefallen und danach haben wir noch 8 Minuten gezittert, dass Villa nicht noch den Ausgleich macht. Also war, ja. Okay. Sönke Nüsken, die fährt mit dem Fahrrad zum Training und zum Spiel oder Charlotte, ist das ja so? Das hat die, ja, in Frankfurt ist die auch mit dem Fahrrad viel gefahren. Also. Okay. Von daher ist das jetzt, also verwundert mich das jetzt nicht. Ja. Dreigangschaltung oder hast du schon 21 Gänge? Die hatte schon ein ziemlich altes Teil in Frankfurt. Also jetzt nicht so was Supermodernes und nee, Holländerrad nicht, aber ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, was ich so geachtet habe. Okay. Aber das Spiel angeht in Frankfurt, ich glaube, dass sie bei uns defensiv oder eher in der Abwehr gespielt hat. Das waren auch so der Nazio auch ein Stück weit geschuldet, weil das auch so ein bisschen gewünscht war von Martina. Und deshalb hat sie bei uns dann, also in der letzten Saison insbesondere, eher hinten gespielt. Okay, gut. Jetzt haben wir eine erfreuliche Nachricht, dass die Miet wieder zurück ist, auch gut gespielt hat. Die nächste ist natürlich Miedemar ist jetzt auch wieder in der Nazio in Holland, im Kader. Ist auch eine tolle Geschichte, dass sie wieder da ist. Aber Adriana, wir haben wieder einen Kreuzbandriss in der englischen Liga, ne? Mit der Gabby George, ne? Die hat sich eingeholt. Und da wolltest du was zu sagen. Genau, ich wollte nur dazu sagen, also dass man das nochmal gegenüberstellt und bei der Freude trotzdem nicht vergisst, dass es eben trotzdem wieder weitergeht, wieder losgeht, ich glaube, es sind mittlerweile wieder oder waren wieder 3 Spielerinnen in der WSL. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall Gabby George von Manchester United, die sich jetzt am Wochenende Kreuzbandriss zugezogen hat. Und natürlich ist es toll, dass Beth Mead jetzt zurück ist und auch erfolgreich zurück ist und Miedema jetzt wieder im Kader von den niederländischen Nationalmannschaften hoffentlich auch bald wieder für Arsenal, aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass dieses Kreuzbandthema immer noch im Frauenfußball vorhanden ist und immer noch wenige Lösungen bisher dafür gefunden wurden. Und ja, da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass das leider immer noch der Fall ist. Genau. Also ich war jetzt nun in Österreich, das möchte ich nochmal zwischen reinschieben. Und da habe ich ja viele, viele Gespräche gehabt mit Trainerinnen, mit Vereinsverantwortlichen, mit Nachwuchsleistungszentren, mit dem ÖFB habe ich gesprochen im Nachwuchsleistungszentrum. Das Thema Trainings- und Belastungssteuerung, Kreuzbandrisse, das ist dort auch großes Thema. Man hat eben halt nur das Gefühl, es ist noch nicht so richtig erforscht, das Ganze. Man weiß zwar viel,
Aber so das Richtige weiß man halt noch nicht. Auch das Thema Fußballschuhe ist dort mal aufgefloppt, geploppt. Aber so richtig rantrauen tut man sich da auch nicht. Da wünsche ich mir eigentlich so ein bisschen in Deutschland, Österreich oder wo auch immer, dass man da mal rangeht an die Sache und einfach mal mit Fußballschuhen die Mannschaft ausrüstet, um da mal Ergebnisse zu erzielen. Da kann ruhig der Sponsor mal in Frankfurt, der Nike, kann da mal Schuhe spenden. Oder wenn es Nike der Ausrüster nicht ist von einer bestimmten Spielerin, dann ist es eben halt Puma oder so. Also da würde ich also mir wünschen, dass man das Problem der Schuhe, dass man das mal anpackt und da vielleicht mal so ein Mosaiksternchen dann vielleicht mal rausnimmt. Gut, sonst noch was zur Verletzungsproblematik, Adriana? Nur vielleicht noch eine kleine Sache, also wirklich bei Gabby George, was jetzt zum Beispiel auch schon der zweite Kreuzbandriss, also dass man da vielleicht, also dass da auch mehr getan werden muss, um Spielerinnen, die schon mal so diese Verletzungen erlitten haben, dass die dann noch besser wieder eingeführt werden in das Spiel. Aber das wird natürlich dann auch innerhalb von den Vereinen unterschiedlich sein. Wir kennen es ja auch von Julia Gwynn, die schon zwei Kreuzbandrisse hatte. Also das ist wirklich eine Verletzung, die sogar noch wahrscheinlicher ist, wenn man sie einmal hatte. Und genau, da muss einfach, es wird schon viel erforscht, muss aber noch deutlich mehr erforscht werden. Ja, genau. Also Julia Gwynn, die tut ja schon mal auf der einen Seite was, dass sie sich die Schuhe geholt hat, die Frauenfußballschuhe. Da sorgt sie von ihrer Seite aus schon mal für mehr Sicherheit. Aber da muss, man darf nicht warten, ne, auf die Forschung. Da wird geforscht. Ne? Man muss auch mal vielleicht mal in die Tasche greifen und vielleicht entsprechend die Möglichkeiten dann schaffen, dass man mit Schuhwerk da was entsprechend schafft. Trainingsmäßig, macht man ja eh schon. Da hat man die Athletiktrainer und Trainerinnen, die da auch drauf achten. Gut. Champions League. Quali für die Gruppenphase. Frankfurt gegen Prag oder Prag gegen Frankfurt, Hinspiel 5-0. Andreas, was glaubst du? Ne? Frankfurt, kommen die weiter? Hat dich nicht gehört. Er war gerade weg. Du bist instabil, hast du mich gerade angesprochen, sorry. Ja, Andreas, ja. Habe ich gesagt. Ich habe es leider nicht gehört, weil zwischendurch hakt es bei mir immer im Internet. Also natürlich kommt Frankfurt weiter. 5-0, das ist ja Traumergebnis gewesen und das kann nicht mehr schief gehen. Okay. Spannender wird es eher für Wolfsburg, aber auch da bin ich überzeugt, dass die es schaffen. Also ich habe da mal geguckt, Sparta Prag ist im Augenblick Tabellenzweiter in der Liga, hat eine Niederlage, haben auch schon mal hoch gewonnen in ihrer Liga. Ich glaube auch, dass die zu Hause das Ding nicht reißen werden. Ne? Also dass die Frankfurterinnen, die werden clever genug sein, dass sie rechtzeitig dann auch vielleicht die Entscheidung suchen, dass sie dann das erste oder zweite Tor dann recht frühzeitig dann auch schießen und denen dann auch den Mut nehmen. Was denkst du denn, Michael? Du hast jetzt lange schweigen müssen. Frankfurt, klare Sache, oder? Kein Problem. Frankfurt, klare Sache. Ich denke aber, die werden versuchen, sich weiter Selbstvertrauen zu holen und dann nicht nur einfach das verwalten wollen und sicher das ein oder andere Tor machen wollen. Bei Wolfsburg bin ich wirklich gespannt. Gut. Charlotte, was denkst du? Frankfurt, gleich die ersten Minuten, da gehen, ich denke mal, die werden in den Zahn ziehen. Ne? Das hoffe ich auch. Es sind, glaube ich, rund 100 Frankfurt-Fans da, die sie sicherlich auch lautstark unterstützen werden. Also von daher ist das schon mal gegeben, dass da der Power da ist aus Frankfurt. Und es wird sicherlich ein anderes Spiel werden wie letzten Dienstag zu Hause, weil auch sicherlich Prag
versuchen wird, da auch ein bisschen anders zu Hause zu spielen, beziehungsweise. Da liegt ja die Chance, da liegt ja die Chance für Frankfurt. Genau. Frankfurt, dass sie zu Hause nicht so untergehen, wie sie jetzt letzte Woche untergegangen sind. Und dann fehlt eine Spielerin auch rot gesperrt. Also ja. Aber ich denke, unterm Strich, vielleicht wird es nur ein 1-0 oder ein 2-0. Es wird sicherlich kein 5-0 werden. Also glaube ich jedenfalls nicht. Aber muss die Null es ja hinten, auch, muss es auch Null nicht. Hinten Null stehen hinten kann stehen. Und wenn es ein oder zwei Tore sind. Für jüngere Spielerinnen dann vielleicht noch genau. Bekommen. Das wäre ja wichtig, dass Wamser wieder reinkommt, Gräbe wieder reinkommen kann, dass die genau. Zwillinge vielleicht oder dann zumindest eine davon von den Zwillingen. Okay, gut. Kommen wir zu Wolfsburg. Ein bisschen haben wir noch. Wolfsburg gegen Paris hinspielt 3-3, da ging es ja hin und her. Wir wissen, dass FC Paris Arsenal rausgeworfen hat. Also das ist keine einfache Geschichte. FC Paris ist im Augenblick Tabellenzweiter hinter Lyon. 4 Spiele, 4 Siege. Also das spricht schon für sich. Andreas, wie siehst du das Spiel? Ah, also die Wolfsburger müssen Paris schon ernst nehmen und voll konzentriert rangehen. Aber wenn man die Kaderstärke anschaut, also Wolfsburg hat sicher die bessere Mannschaft und sollte das Ding zu Hause auch durchbringen. Also ja, ich denke, die Leistung im Hinspiel von Wolfsburg war nicht so berauschend. Da hat ja auch Alex Popp ein paar deutliche Worte gefunden, dass das eben nicht die Leistung ist, die man von sich selber erwartet. Und die wissen, worum es geht. Also die wollen unbedingt in die Gruppenphase. Ja, normalerweise setzt sich Wolfsburg durch und Paris scheint in der Lage zu sein, immer mal ein Tor zu schießen, aber sie kriegen halt auch immer viele. Also könnte man so ein 3-1 oder für Wolfsburg vorstellen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr mit 3 Mannschaften in die Gruppenphase gehen. Das hoffe ich auch. Adriana, was denkst du denn bei der Begegnung? Wolfsburg 3-3, Hinspiel, 3 Tore haben sie kassiert, sicherlich auch 3 geschossen. Paris hat in Arsenal 3-3 gespielt, ne? Elfmeterschießen war noch drin, ne? Oder auswärts, weiß ich nicht. Okay. Was denkst du, Adriana? Ich glaube, es wird wieder ein sehr enges Spiel. Ihr habt schon gesagt, Wolfsburg hat im Hinspiel deutlich zu wenig gegeben. Da läuft auch noch nicht alles rund. Also gerade in der Abwehr gibt es noch deutliche Defizite. Aber sie haben es trotzdem bisher zumindest in der Bundesliga immer geschafft, die 3 Punkte mitzunehmen. Ich glaube auch, dass sie es jetzt gegen Paris FC am Schluss schaffen werden. Aber das ist ein wirklich schwieriger Gegner, der unangenehm zu bespielen ist. Ich glaube, für Wolfsburg wäre es aber, also geht es auch um das Image, das sie haben. Sie haben in den letzten Jahren waren immer in der Champions League mit dabei und wollen natürlich immer noch auch eine der besten Mannschaften Europas sein. Ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig und mit diesem Zugzwang schaffen sie es, glaube ich, auch am Schluss. Okay. Michael, die Abwehr von Wolfsburg, die wackelt so ein bisschen. Das ist auch dein Eindruck? Ja, absolut. Zum Beispiel Martina Hegering zum Beispiel. Handspiel gegen Leipzig. Ja, aber auch Kathi Hendrich hat noch nicht die Form. Dominik Janssen, da sind einige Lücken. Wenn sie das morgen wieder haben, und auch am Sonntag gegen Hoffenheim, werden sie da Probleme kriegen, weil da brauchen sie mehr Stabilität. Ich glaube auch, dass es durchaus eng werden könnte morgen. Denke aber, dass dann letztlich Wolfsburg sich durchsetzt. Weiß nicht, Kopfball Poppy. Dann, wenn es drauf ankommt. Aber wie Adriana sagte, das wäre ein Desaster für Wolfsburg, wenn die nicht in die Champions League Gruppenphase kommen. Tommy Stroth hat es klar formuliert letzte Woche. Da gibt es überhaupt kein Nachdenken, dass das der Anspruch des VfL ist, in die Gruppenphase und auch danach weiterzukommen. Aber es ist natürlich tricky. 3 Gegentore, beziehungsweise 3 Tore auswärts, sollten zum Sieg reichen. Aufgrund der Abwehrschwächen hat es jetzt nicht gereicht. Schauen wir mal, aber ich denke, es reicht dann am Ende. Okay. FC Paris hat 13. Moment, muss ich nochmal gucken. Es
Jetzt muss bei mir was rausgeschnitten werden. FC Paris hat 13-2 Tore geschossen in 4 Spielen. Ähnlich viele wie Wolfsburg. Also das ist schon eine offensiv starke Mannschaft, ne, Adriana? Ja, also wir haben ja vorher schon gehört, die haben gegen Arsenal gewonnen, haben sie rausgeschmissen. Arsenal war auch im letzten Jahr, hat es bis ins Halbfinale geschafft. Wolfsburg hat es bis ins Finale geschafft. Also da, glaube ich, werden wir ein ganz enges Spiel sehen. Und da muss Wolfsburg wirklich jetzt auf dem besten Niveau wieder Fußball spielen, um da den Unterschied zu machen. Ja, okay. Ich hatte vorhin angesprochen, Martina Hegering, die wackelt im Augenblick in der Nationalmannschaft und auch in der Meisterschaft, ne? Verwundert euch das? Also in meinen Augen hatte die ihre beste Zeit in England gehabt bei der EM letztes Jahr. Und ich glaube, da hat sie über ihren Zenit gespielt und danach, ja, ich glaube, ihre Zeit ist vorbei in meinen Augen. Also die Situation gegen Leipzig, die habe ich mir ein paar Mal angeguckt. Da glaube, haben wir auch kurz drüber diskutiert, Charlotte. Das war ja ein ganz klares Handspiel, ne? Die hat den ja richtig runtergedrückt, ja, den ja so runtergedrückt im Endeffekt, den Ball. Ja. Los. Und ihr Stellungsspiel, das hat uns in der Vorbereitung der Nazio schon die Punkte oder die Siege gekostet. Das war während der WM, dem Spiel, dem sie gespielt hat, so. Und ja, dann jetzt am Sonntag das. Okay. Ich glaube einfach, Zeit ist rum. Okay, gut. Möchte noch jemand was dazu sagen? Der Andreas, den schmeiße ich jetzt gleich raus. Ja. Mit dir war ich heute nicht zufrieden. Du musst jetzt gehen. Ja. Du hast noch auf 15, die Insel. 15 Sekunden hast du noch, Andreas. Was Wolfsburger Abwehr angeht, kann ich mich nur anschließen. Ich habe ja, als wir über die Nationalmannschaft gesprochen haben, vor ein paar Wochen habe ich ja gesagt, das letzte überzeugende Auftreten des Duos Hendrich-Hegering war bei der Euro in England. Seitdem in der Nationalmannschaft immer wieder Stellungsspielprobleme, überlaufen worden, mit langen Bällen überspielt worden. Und vom Geschwindigkeitsdefizit abgesehen, sie stehen auch nicht gut. Es ist irgendwie, die Abstimmung passt nicht. Also diese Probleme haben sie in der Nationalmannschaft, die haben sie jetzt auch in Wolfsburg. Gegen Paris dürfen sie sich nicht leisten, weil die schießen viele Tore. Aber andererseits, Paris ist in der Abwehr eben auch zu knacken. Die kriegen auch von starken Gegnern eben viele Tore. Und wenn Wolfsburg wieder 3 Tore schießt, dann reicht es zum Weiterkommen nochmal. Okay, wir haben es verstanden. Bevor wir hier abschließen, die Spiele werden übertragen. Bei The Zone Rise, Wölfe TV, so wie ich das gesehen habe, auch Eintracht Frankfurt wird bei The Zone Fast übertragen. Also es gibt alle möglichen bei Seiten. Eintracht TV und Eintracht im Stream TV beim HR. Und im Stream beim HR. Genau, also immer auch im Internet gucken, bei YouTube. Da gibt es immer die Möglichkeit, diese Spiele nochmal zu sehen, wer es also umsonst haben möchte, ne? Wer kein Abo hat. Also es gibt alle Möglichkeiten. Dann, wenn keiner mehr was beizutragen hat von euch, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Haben wieder toll diskutiert. Einige neue Sachen wieder auf den Tisch gebracht. Ich hoffe, es war nicht zu einseitig heute. Letztes Mal wurde ja gesagt, wir sind zu lastig. Sehe ich nicht so. Wir versuchen das schon entsprechend aufzuteilen und lass mich da auch nicht reinreden in ihre Besetzung der Truppe hier oder des Teams. Ja, Dankeschön. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss. Gleichfalls. Danke. Ciao. Das war unsere neue Folge aus dem FF. Frauen, Fußball, Leidenschaft. Hat euch diese Folge gefallen? Hinterlasst bitte ein Like oder abonniert unseren Kanal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!